Hallo und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Chaos. Ja, erstmal nicht wundern wegen dem hohen Ping. Ich lade gerade hoch, damit ihr SMP bekommt, da mir gestern etwas sehr Schlimmes passiert ist. Ich habe es nicht mehr geschafft, ein SMP-Video hochzuladen und das ist die erste Unterbrechung, seitdem ich ja wieder mit YouTube aktiv angefangen habe. Das ist wirklich sehr traurig. Ja, okay. Gut, dann werden wir ja weiterbauen. Ja, und was ich auch richtig geil finde. Spenden. Ja, ich denke, ich werde wahrscheinlich nur was mit den Glasbottles anfangen können. Aber trotzdem haben wir es sich geil, ja. Ich weiß nicht von wem, steht nichts da. Aber ich freue mich trotzdem. Gut, dann werden wir natürlich hier weiterbauen. So. Nein. Mach ich gleich. Gut, und das hier kommt alles nochmal raus. Ach ne, eine Axt. Ja. So, geht das viel schneller. Okay. Das hatte ich nicht erwartet, damit das jetzt trotzdem so lange dauert. Aber egal. Und zwar wir wieder Half-Steps benutzen. Genauso wie dann oben für das Dach, um dann eben da unten noch genug Platz zu schaffen, um da, ja, eben noch ein bisschen was noch zu machen. Auch mit der Spitzhacke. Ja, heute bin ich mal nicht der Hellste. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Gut, ich kann nicht sprinten, habe ich Essen. Ja. Eine Ananas. Ach ja, übrigens die anderen Ananas, das dürfen auch gewachsen sein. Ach nee. Den muss ich erst abbauen. So mit dem Schwert. Mir fällt gerade auf, warum höre ich keinen Sound von Biomes von Biomes Plenty. Von Matmos. Also ich habe den Mod eigentlich installiert. Ich wollte es nicht kaputt machen. So, dann bauen wir das mal schnell ab. Ein bisschen was zum Essen haben. Oder ein bisschen viel. Aber das ist natürlich immer gut, ne? Wir wollen ja nicht verhungern. So, hier auch mit sehr krassen Tiefe- und Schärfe-Effekten. Die den ganzen Shader ziemlich hochwertig wirken lassen. Vielleicht nervt es manchmal, aber es hat irgendwas. Es wirkt hochwertiger. Gut. Dann habe ich 50. Läuft. Falle ich hier rein. Und mach die weg. Aber nicht so. Ach, warte. Wenn ich hier auch... Nee. Ist egal. Ich werde jetzt da nicht mich noch drum kümmern, damit... Ach, Kacke. Damit ich hier unbedingt Half-Steps reinbekomme. Sind jetzt halt nicht drin, kann man auch nichts machen. Also mit Carpenters Blocks. Normales schon. So. Dann brauche ich Holz. Ich möchte aber gerne hier das Redwood-Holz verwenden. Das will ich jetzt auch komplett verwenden. Also, was ich eben. Oh, das ist viel zu viel. Scheiße. Ja. War geplant. Das sieht aus wie normales Holz. Naja. Was weiß ich. Man kann Half-Steps benutzen. Oh, okay. Das ist ja sehr platzsparend, sag ich mal. Aber es sieht etwas verbuggt aus. Da kommt ganz der Holzblock raus. Oh. Nein, nein. Mach wieder ganz. Mach ganz. Komm schon. Gut, und ja, es kommt wieder ein Half-Step raus. Nicht, dass ich ja vielleicht meine Blöcke vermehren kann. Irgendwie. Nein, ich würde natürlich keine Bugs ausnutzen. Ich doch nicht. Gut. Ja, dann hier mal kurz. So, ich muss Shift gedrückt halten. Aber alles gut. Hier auch. Zack, 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 ne?
Denn wie ihr wisst, macht zack alles spannender. Ja, das habe ich ja jetzt auch schon 5000 Mal erwähnt. So, ich muss mal gucken, wie das Ganze dann hinhaut, was ich hier oben irgendwie machen kann. Oder ob das dann wirklich nur einfach ein kleiner Gang ist. Der einfach da ist, weil er da ist. Weil ich nicht will, dass man in der Hütte dann sieht. Damit das hier so ein Dach ist. So, dann brauche ich die und die, genau. Ich habe übrigens die Water-Artischocken-Seeds da abgebaut. Und war gerade allgemein noch kurz bei der Farm und habe das gemacht. Habe mich da mal drum gekümmert, sag ich mal. Außerdem habe ich vergessen, die Stoppuhr zu starten. Das mache ich nämlich hobbymäßig. Ist manchmal ein bisschen nervig, aber irgendwann hat man's. So. Hier. Nein. So. Komm. So. Hier. Kommen die Teile hin. Und nochmal. Diesmal ist weniger. Und hier kommen wieder die. Zack. Und zack. Ne? Ich denke, ich muss nicht sagen, ihr wisst jetzt, was jetzt kommen würde. Würde ich sagen. Mach ich aber nicht. Gut, dann hier noch oben drauf. Nee, aber nicht so. Meinte hier einen schönen Strich in der Mitte. Dann sieht man wenigstens, wo der untere Rest des Blocks ist. Gott, so kann ich. Raus damit. Oh Gott. Rechtsklick, linksklick. War geplant. Ah, oh, zum Glück. Nochmal hier oben. Oh Gott, das ist nervig. Zack und. Nein, das geht nicht. Nochmal. Genau. Das passt. Ja, so wird dann das Dach aussehen. Upsala. Gut. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt gleich mache. Und ich glaube, ich bin heute nicht so spannend am Kommentieren. Kommt mir so vor. Wenn das wirklich heute etwas langweilig sein soll, dann tut mir das natürlich leid, aber ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht. Ich mache jetzt halt einfach nicht so spannend. Einfach so. Ich habe die Idee. Ach, ich bin perfekt. Ich bin der Barbo, ja. Pass mal auf, ne? Pass auf. Also, wenn ich den mal wegmachen will, damit ich hier hin kann. Also, pass auf, ne? Wenn ich jetzt nämlich hier einen Kaffeesatzblock dran mache. Was ich jetzt gemacht? Ach, da unten. Na, scheiße, dann hol ich mir gleich. Hier einen dran mache. So, dann sieht es ja relativ scheiße aus. Ja, aber wenn ich jetzt den Hammer nehme und einmal Linksklick mache, dann sieht das immer noch scheiße aus, aber nicht mehr ganz so scheiße. Wie kann ich denn hier die... Ich weiß jetzt leider nicht, in welchem Mod das drin ist. Ich guck das mal kurz. Da dürfte ich ja relativ schnell drauf stoßen. Diese, ja, halben Blöcke. Hier, die hier. Gehen die denn? Forge Microblocks. Okay. Ich gucke erstmal jetzt. Mod.vg Microblocks. Guck ich gleich, wie man die craftet. Aber irgendwie funktioniert das mit dem Nachgucken nicht richtig. Alles richtig eingestellt. Ja, Recipe. Ist der andere? Team I. Oh, das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Egal, wird schon passen. Wie kann ich den bauen? Wenn ich jetzt wieder in den Cheat-Mode gehe, kann ich dann R benutzen? Nein. Ach Gott, das gibt's doch nicht.
Ich gucke kurz, bis daran liegt, dass das diese Blöcke sind und ob das allgemein so ist. Einfach hier irgendwo was muss man denn herstellen? Die hier zum Beispiel. Nee, okay, dann liegt es anscheinend echt an den Blöcken. Dann. Ja, müssen jetzt leider mal die. Obwohl, das sieht richtig scheiße aus, ja. Nein, da gibt es irgendwas, um das herzustellen. Das werde ich mir mal kurz angucken. Forge Microblocks. So. Das ist natürlich ärgerlich, damit das jetzt mit dem Anfangsbuchstaben von dem jeweiligen Teil anfängt. Aber ich denke, ich werde das auch so vielleicht finden. Ach nee. Ja, mal bis ganz zum Ende. Ist nachher die sortiert? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Dann schätze ich nämlich einfach mal, damit diese Werkzeuge von dem Mod wieder ganz am Anfang, das sind sie aber nicht, oder ganz am Ende sind. Haha. Stone Saw. Ein Flint und zwei Stöcke und drei. Oh Gott. Ach so, einfach aus zwei Steinen. Okay, ja, und wie man das macht, das ist ja eigentlich selbsterklärend. Das werdet ihr dann gleich sehen. Ich versuche es erst gar nicht zu erklären, weil ich kann überhaupt nicht erklären. Kohle. Rein damit. Gut, hallo Hühnchen. Und dann brauche ich Sticks. Okay, die sind ja nicht so schwer herzustellen. Ja, anscheinend doch. Gut, die Sticks kommen hier hin. Ein Flint. Nein. 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 Dann werde ich kurz zum Hotel gucken. Vielleicht gibt es irgendwo kostenlose Flints. Ich weiß ja nicht. Und wir haben wieder Minecraft zu sehen. Okay. Läuft. So, komm. Renn. Gut, wo ist das denn gewesen? Das Hotel. Da vorne. Hätte ich in der Nacht suchen müssen, da ist das nämlich ziemlich auffällig. Weil es eben hell ist, ne? Ich kann 1 und 1 kombinieren, da werden sie mich nicht glauben. Gut. Komm, ab geht's. Mal gucken. Ob er vielleicht irgendwo allgemein in der Nähe noch was gebaut wurde. Ich meine, ich werde jetzt keine 2 Milliarden Kilometer fliegen. Aber mal so ein bisschen rumgucken. Ich möchte meine Hand sehen. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Alter, das ist ja so unglaublich gefährlich. Irgendwann werde ich das zubauen, ja. So, da hinten ist wahrscheinlich noch hier viel Holz und so. Aber sonst sehe ich hier... Oh, was ist das denn? Das gucke ich mir gleich an. Das gibt's nicht, ne? Eine Mugge hier. Eine Fliege. Nein, eine Mugge. Und die kotzt mich richtig an. Ist nichts, aber was ist... Oh, hier. Weizen. Und Reis. Oh, das ist wirklich Reis. Was ist das denn? Ach so, das ist von Food Plus. Da kümmert sich jemand um das Essen. Und hier ist 1,5 Tomaten, 1,5 Erdbeeren. Ist irgendwas drin? Ja. Da aber nichts dran steht, werde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, damit ich mir da nichts holen darf. Brauche ich auch nicht. Fürs Erste. Ich könnte jetzt dazu nicht einmal, abernten und dann wieder anpflanzen, aber nee. So, warum hat denn hier in der Nähe niemand was gebaut? Das ist ja schon ein bisschen diskriminierend, ne? Ja, es ist diskriminierend. Ich weiß auch nicht, warum. Okay, ja, die Folge ist jetzt aber erstmal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schaltet nächstes Mal wieder ein. Bis dann und tschüss.